In Schirke haben wir in den letzten Jahren sehr viel investiert, das wisst ihr alle. Und ich freue mich natürlich, dass es nicht stehen geblieben ist, die Investitionen. Und dass dazu natürlich auch gehört, dass die technische und materielle Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr hier auch weiter vorangehen konnte. Wir stehen vor dem wahrscheinlich einem der schönsten Feuerwehrgerätehäuser im ganzen Land Sachsen-Anhalt. Das haben wir vor nunmehr 2 Jahren eröffnet. Hat uns viel Kraft gekostet. Das wisst ihr alle, das wissen Sie alle. Es hat auch lange gedauert. Aber ich werde auch nicht müde zu wiederholen. Die Aufgaben, die wir hier oben zu erledigen hatten, die waren natürlich auch extrem groß. Bei der vergleichsweise geringen Bevölkerungszahl hier mit gut 500 oder gerade so nicht mal 500 Einwohnern, ne, sind es nicht mehr, Christiane, 450 Einwohner, ist es schon eine stolze Wehr, die ihr hier auf die Beine bringt. Und ich hoffe und wünsche, dass das auch so bleibt und dass sich das fortsetzt. Die alten Kameraden sind ja auch da am heutigen Tage noch. Aber es ist wichtig, dass natürlich auch der Nachwuchs da ist. Denn was nützen uns die modernsten Feuerwehrhäuser und die teuersten Feuerwehrautos, wenn am Ende keine Mannschaft da ist, die sie besetzen, wenn es drauf ankommt? Und deshalb ist es mir heute eine große Freude, dieses schöne Auto an die Freiwillige Feuerwehr Schirke, an den Ronny Schuck zu übergeben. Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt mit dem Fahrzeug. Eigentlich sage ich auch immer, ich bin zwar froh, wenn alles da ist, was Feuerwehr anbelangt, aber am besten ist es, wenn es gar nicht erst zum Einsatz kommen muss. Aber wenn es zum Einsatz kommen muss, dann muss es auch da sein. Sowohl die Kameraden, als aber auch natürlich eine entsprechend funktionierende Technik. Euch alles Gute, bleibt schön gesund. Und wir hoffen, ich sage es nochmal, dass nicht mehr allzu viele Brandeinsätze oder dass nicht allzu viele Brandeinsätze in diesem Jahr kommen und schon gar nicht schwere Unfälle mit Personenschaden, was wir ja leider auch immer wieder hier oben haben. Nochmal auch an den Stadtrat, das will ich sagen. Da wird, das kann man sicherlich auch verallgemeinern, da wird in aller Regel sehr positiv diskutiert, wenn es darum geht, die Freiwilligen Feuerwehren auszustatten. Nochmal schönen Dank an alle und auch an Sie, an euch alle und an die Familienmitglieder. Bleibt alles schön gesund und alles Gute, wenig Einsätze und wenn, dann aber erfolgreiche. Dankeschön. Dankeschön. Alles Gute, ja? Danke. Dankeschön.